Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Aberroth. Aberros. Das ist ein kostenloses. Also ich meine, das ist Free to Play. Es steht halt wie immer kostenlos dran bei Steam, aber da. Wir gehen einfach mal von Free to Play aus, weil umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben, gell? Also es ist auf jeden Fall ein Free. Ist laut Steam kostenloses MMO. Bin ich mal gespannt. Gender. Ja, machen wir mal traditionell Female. Ich weiß nicht genau, was das für Grafik wird. Weil hier das die. Weil hier das Hintergrundbild ist jetzt nicht dieses übliche Hochglanz-Asia-Bild oder sowas. Also ich. Warten wir mal ab. Shirt. Natürlich ein Red Shirt, ja. Als alter Star Trek-Fan. Skin. Medium. Hair. Ja. Realm. Hä? Was soll das jetzt heißen? 6 Player, 1 Player, 6 Player. Nimm halt blau. Jetzt habe ich mich mal gründlich verschluckt. Okay. Also ich habe Spiele gespielt 1990, die sahen besser aus. Ich habe die Tage ein sehr schönes Meme gesehen auf so einer Gamer-Seite. Da sah man oben ein Bild von 1990, also von einem Spiel, und unten drunter ein Spiel von heute von so einem Pixel-Grafik-Spiel. Da stand dran, wie die Spiele wirklich aussahen und wie die heutigen 14-jährigen Anführungszeichen Indie-Entwickler sich das vorstellen, wie das damals angeblich ausgesehen haben. So. An dieser Stelle. An diese ganzen jungen, ambitionierten, enthusiastischen Menschen, die der Meinung sind, sie müssen uns ununterbrochen mit Pixelspielen beglücken. Hey, wake up! Ja, ich wurde gerade gegrüßt. Es ist jemand in Teamspeak gekommen vom Clan. Was soll ich gerade sagen? Genau. Also an dieser Stelle, an diese jungen Damen und Herren. Es gibt das ganz wunderbare Infrakta Games Archiv. Da sind mittlerweile fast 2000 Spiele-Modifikationen verzeichnet. Alle mit Video. Darunter auch sehr viele Klassiker. Echte Spiele aus der Zeit. Ja, kein Retro, sondern tatsächlich echte Spiele aus dieser Zeit. Guckt euch doch die einfach mal an. Und dann reden wir nochmal darüber, wie die angeblich ausgesehen haben. Und dann reden wir nochmal über dieses Pixel-Zeugs, das ihr dann in einer Tour produziert. So, jetzt will ich aber das Spiel nicht abqualifizieren, bloß weil ich die Grafik schon wieder zum Weinen finde. Okay, da hängt ein Skelett, das kann man schon mal erkennen. So, hi, click in the room to start, use order key to pick it up. Ja, okay. That ox looks too strong to fight. Better run. Ja, wenn er schon schläft. Oh. Also laufen tut mein Mädel wie John Cleese bei Monty Python in der Schule der verrückten Gangarten. Oh, to attack the bat. Was für bat? Ach, da die Fledermaus. Nein, ich will die Fledermaus nicht verhauen. Ich habe auch keinen Pferd. Ach, der hat keinen Bock mehr. Hat aufgegeben. Echt jetzt? Gott, ich habe eine arme kleine Fledermaus totgeschlagen. Und ich habe in der Fledermaus Gold gefunden. To name yourself, become a champion, type enter. What's your name? In Frakta. Congratulations, in Frakta, you're a champion. Ja, so einfach ist das Spiel gewonnen. Ich habe nicht jede Maus dort geschlagen. Jetzt bin ich Champion vom Spiel. So, in Frakta will now available play the lock. In Dialog and appear in the Gym's Highscore Page. Also wenn ich mich ausloggen will, muss ich Camp drücken, okay. Ich habe ein Achievement bekommen. Ein Steam Achievement sogar, ich bin jetzt Champion. Sensationell. Es sind noch mehr Fledermäuse, die lassen wir aber mal in Ruhe. Oh, die lassen wir mich nicht in Ruhe. Ja klar, ich habe ja die Verwandtschaft totgeschlagen. Die haben völlig recht. Dass mich totgeschlagen von Fledermäusen. Ja. Das ist Karma, Baby. Das ist Karma. Du kannst jetzt einfach niedlich die kleine Fledermause totschlagen und den Familienschatz erbeute. Und dann denke, wo kommst du von?
So, to become a powerful teacher of Lazlevich. Mhm. Er hat respawn. Your life depends on this upon how you must have this life skill to level up. You get the life skill? Yes. This life which... Also wenn man von den Fledermäusen totgebissen wird und wird wiederbelebt, dann wird man wiederbelebt in einer Art Gefängnis. Das stellt einige Theorien verschiedener Religionen schon ziemlich auf den Kopf, oder? Greetings in fact, I mean Nala, you are cunning and brave to have escaped now. I don't need to hear like you will help us. Yes. Wobei, wir machen was anderes. No. Fine. You do not need the help of cowards. Yes. I do not speak to cowards. Hey. Schneckche. War nur Spaß. Ist ein Bier mit Trinken gehen. Tja, bei dir habe ich verkackt. Kein Lesbo, was auch immer. So. Weiter. Was bist denn du für eine? Good evening. Das ist dein Laden. Von Ordnung hältst du nicht viel, hä? Komm, aber jetzt, bevor der wieder... If you see something you like, pick it up and try it out. Sell me your used equipment. Do you need anything else? Beer. I do not know about that. Alter, mit dem Ranzen, den du vor dir herschleppst, willst du mir erzählen, du kennst kein Bier? Ja, ist klar. Selbsttäuschung, Verleugnung. So, was wir finden wir hier mal. You can't ever to buy the leather gun. It's by a club. Ja, weil ich keine Knete dafür hab. Jo, dann gehen wir wieder. Rein physikalisch ist das doch gar nicht möglich, oder? Das neben der Tür. Obwohl doch. Ja, das geht. Dann gehen wir mal da oben hin. Ah, da war die da. Und. Guten. Ah, schmollt immer noch. Schmolle. So, mal gucken, was da. Ah, ne, der war ja auch da. Aber das sieht auch aus wie die Tische, oder? Tavelor. Dürfte Kneipe sein. Greetings, all champions, my tavern. Can I help you? You see a wooden shield lying here. Malfoy. Malfoy. Ach, das sind die anderen Spieler hier auf dem Surfer. Die haben ja einfach ihren Krempel abgeschmissen in der Taverne. Das darf ich es nicht nehmen, oder was? Ist ja lustig. Ich meine, das sollen Blumen sein, oder? Das sind Knochenarme. Ey, schon wieder! Ja, ich verstehe das. Ich weiß, warum die sauer sind. Die haben ja völlig recht, dass sie sauer sind. Oh, das sind Räuber. Oh, davon gibt es ja aber eine Menge. Was habe ich noch eine Fledermaus an den Backen? Mischt sich das niedliche Kaninchen auch noch ein? Ha, das war aber knapp, Junge. Das war knapp. Ich komm wieder. Und Sponge ist wieder da. Ah ja, das Leben endet und beginnt wieder im Knast. Hey, Babe. Ah, schmollt immer noch. Ich hab schon wieder...
Fühle ich mich verletzt. Ich komme da raus, werde von den Fledermäusen, wilden Fledermäusen, tollwütigen, rachsüchtigen Fledermäusen attackiert. Ja, aber mein Charakter heilt relativ schnell von alleine. Das ist gut. Oh, das sind auch Wölfe. Das ist natürlich nett, weil Wölfe meiden eigentlich Menschen. Da brauche ich jetzt keine Angst zu haben. Rachsüchtige Fledermäuse, da muss ich Angst haben, aber Wölfe ist okay. Man hat ja gesehen, die haben großen Bogen um mich gemacht. Ich würde auch einen großen Bogen machen um einen Mensch, der so läuft. Durch den Wald, nachts. Gut, ich will jetzt nicht unbedingt einen Bogen machen. Ich will interessiert beobachten, würde zu meinen Soldaten sagen, hier Obergefreiter, behalten Sie die Irre da drüben im Auge. Wenn sie irgendwas Seltsames macht, melden Sie es mir. Also noch Seltsameres. Die Höhle ist schon bewohnt. Lohnt sich nicht. Außerdem wohnen da nur Tiere drin. Das sollte ich nur haben. Wobei andererseits Fledermäuse haben Goldstücke in sich. Ich weiß jetzt aber, warum die Fledermäuse so bösartig sind. Hier lebt irgendein asozialer Tierquäler, der fängt Fledermäuse und stopft ihnen Goldstück irgendwo in eine Körperöffnung und lässt sie dann wieder fliegen. Was für ein Arschloch. Ja, dann wäre ich auch sauer, wenn ich eine Fledermaus wäre. Niedliche kleine Tierchen. Ich frage mich echt, wo Batman bleibt. Batman. Warum kommt er nicht zu Hilfe, seinen kleinen niedlichen Freunden? Erledigt diesen Tierquäler. Arme Fledermaus. Ich hau dich jetzt nicht tot. Darfst du mir nachfliegen? Siehst du, was für eine Welt. Ui! Ja, irgendjemand muss auch die Wölfe gequält haben, sonst wären die nicht so aggressiv. Das ist ein Spiel voller Tierquäle und schmollender Frauen. Da sagt man einmal no. Hallo, das ist eine Frau. Da muss man halt jetzt irgendwas schenken, dann ist es hey, tut mir leid. Alles meine Schuld. Deine Mutter ist gar nicht so fett. Ah. Komischerweise hilft es. So, oh, schon wieder Fledermäuse weg. Schnell weg. Oh, nur Wölfe können durch den Wald laufen, ich nicht. Oh, guck mal, da ist ein anderer Spieler. Der Nico-Gamer. Der hat aber auch seine Problemchen mit den Fledermäusen. Der farmt die ab. Hier springt ja noch was. Guck mal. Und ich gehe dafür da rein. Dankeschön. Ist das jetzt die Hütte von der... Das ist auch wieder typisch, oder? So diese... da kann die Hexe, glaube ich, nicht drin leben. Von außen sah die Hütte gar nicht so groß aus. Welchen Film ist denn das nochmal, wo das so herrlich thematisiert wird? Hot Shots? Nee. Ich glaube mit Charlie Sheen ist es aber auch. Ach nee, das war in... wie hieß es nochmal? Ach, wie heißt denn mal der Film? Das ist im Prinzip eine Parodie auf mit Mel Gibson und Klo. Wie heißt der nochmal? Lethal Weapon ist der Film mit Mel Gibson und der wird verarscht von Loaded Weapon. Und in Loaded Weapon ist das, wo der hier der Bruder von Charlie Sheen, der mit dem anderen Künstlername, der Estevez, in so einem Wohnwagen am Strand irgendwie lebt. Wenn man reingeht, hat er so eine Marmorhalle.
So, ach. Was ist denn hier los? Worüber geht die nicht? Jetzt bin ich schon so oft gestorben, jetzt könnte mir das Mädchen doch mal verzeihen. Guck mal. So oft sterbe ich mit Absicht, nur damit ich wieder zu ihr kommen kann. Hey du. Mea culpa, mea maxima culpa. Tja, meine Fresse. Wenn das Mädchen mal schmollt. Sag mal einmal no. Ich habe mir nicht gesagt, dass ihr Essen nicht schmeckt, ihr Mutter fett ist und sie mir auf den Sack geht, wenn ich abends so zocke will. So. Ach, da ist die Hütte. Jawohl, wir haben sie gefunden. Schlussendlich. Welcome and fragt on my child. You appear as a life need of the direction. May I guide you? Joa, du hast einen schönen, du hast da schön viel Zeugs. Trash. Aha. Warte mal. Hide, kill bats, bees and rabbits. Was? Ich soll Kaninchen und Bienen totschlagen? Alter, was ist das für ein Spiel? Hat die irgendjemand auch gequält und hat die in Goldstücke reingesteckt oder was? Was ist das für ein Spiel? Was ist das für eine kranke Fantasie? Yes. For 3 pieces of gold can I teach you the secrets of life. Das ist eigentlich ganz schön günstig. Andere Leute müssen das ganze Universum reisen, nur um auf 42 zu kommen. Will you pay? Yes. You don't... Jo, aller Fott. Schlagen wir halt nur 3 so arme, gequälte Kreaturen tot. Wo ist nochmal was? Da ist sowas. Irgendwas hingeschmissen. Ach, der hat mir ein Messer geschenkt oder sowas. Das ist ja mal nett. Hi, Lysis. Gute, wie geht's? Ich guck mal, ich hab ein Messer. Reden wir jetzt mal über die 3 Gold, hä? Wer zahlt jetzt die 3 Gold? Yes. Yes. Let us begin, but sometimes never, and now you know. Alter, das ist 3 Gold wert. Mensch, da ist ja die öffentliche Schulbildung in den USA noch besser. Naja, nicht viel, aber ein bisschen. Kommt wenigstens ab und zu mal ein Verb vor. Na gut, da kommt auch 1 vor, Beginn. Ja, und no, okay, 2. Egal, be well, das war's. Ole. Okay, you have learned the skill of life, will now become the journey, practice, life skill, defeating enemies, the skill progress. Jo, alle dann. Jo, was auch immer. Alte Mädchen. That does not interest me. Jo, du mich auch. Jo, du mich auch. So, Achievement unlocked, Life Lesson, sogar Steam Achievement. Ich bin schwerst beeindruckt. So, ich will aber keine kleinen niedlichen Tiere plattmachen. Wo sind diese, wo sind nochmal diese Räuber? Lütlütütü. Da gammelt noch ein paar hier rum. Ich meine, dass das die Biene sein soll. Halb so groß wie die Fledermaus. Alter, was sind das für Bienen? Wobei andererseits, es gibt auch sehr, sehr kleine Fledermäuse. Und es gibt sehr fette, große Bienen. Die war reich, beziehungsweise irgendein Assi hat in die 2 Goldstücke reingekriegt. Jetzt gibt's ja keinen Rogue mehr, sondern Thief. Und ich bin tot. Ah, Freunde der Nacht. Also ich finde das Spiel ja schon durchaus lustig. Es ist wirklich ein... Nee, es ist auch kein altmodischer Ansatz. Ich spiele Computerspiele seit 1989, 90 aus dem Dreh rum. 89 habe ich noch T64 hauptsächlich gezockt. 1990 eigentlich auch. Da hatte ich zwar schon so langsam mal 286er da stehen, aber mit dem kommt man ja nicht anständig zocken, muss man an der Stelle auch erwähnen. Nee, 88 habe ich am T64 schon gehockt. Also es ist schon ein paar Tage her. Ja? Und ich kann mich an viele, 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 viele Spiele erinnern. Und keins sah so scheiße aus. Lasst euch nicht erzählen, dass Spiele früher so aussahen. Geht ins Infrakt, der Games Archiv, schaut euch Spiele an, wo die Jahreszahlen eckigen Klammern davor steht, 1900.
Ende 80er bis Mitte der 90er. Auf so Spiele spielen so Spiele einen oft an. Ich habe die alten MMOs teilweise sogar im Archiv, weil die teilweise auf irgendwelchen Privatservern noch laufen, auf Three Shards. Die sahen nie so aus. Die sahen schon damals viel besser aus. Den muss man auch schon damals nicht tippen. Na gut, tippen muss man schon, klar. Aber nicht auf. Also so war das nie. Also nichts gegen das Spiel an sich, aber ich, aber das hat ja nichts mit Retro zu tun. Da hat halt einer eine Mann, wahrscheinlich eine Ein-Mann-Gesellschaft hat das hier irgendwie mit irgendeinem Hilfsprogramm zusammengemüllt. Also ich will, also wie gesagt, wenn da jemand da Spaß dran hat, dann gönne ich das dem auch. Von Herzen. Soll er machen, soll er 10.000 Bienen totschlagen, soll Steam Achievement, Bean Hero irgendwie so. Ja, ist mir auch. B-Movie, ja, ist mir völlig wurscht. Aber es ist jetzt Geschmackssache. Es ist schon Geschmackssache. Also meins ist es nicht. Ich krieg da Black. Ich erkenne da ja nichts. Das ist ja alles Pixelei, Pixelbrei. Wir haben 2016, wenn ich ein Computerspiel spiele, will ich auf den ersten Blick erkennen können, dass das eine Fledermaus sein soll und nicht 3 Pixel. Wenn es 3 Pixel sind, dann frage ich mich, ob meine Grafikkarte im Arsch ist. Oder ob das Spiel irgendwas falsch gemacht hat mit den Einstellungen. Aber jo, so zwischendurch, wenn man auf sowas steht auf Pixel, und es ist ja kostenlos, gell? Also, ich habe jetzt wirklich nirgendwo einen Shop gesehen, es kann, also das scheint jetzt wirklich tatsächlich ein kostenlos sein. Ich nehme an, dass das irgendeiner gebastelt hat. Ist stolz darauf, was er gemacht hat. Kann ja auch sein, ja? Er hat immerhin sehr viel Freizeit vermutlich verbraucht, um dieses prächtige Produkt zu erstellen. Und das will er halt mit allen Menschen teilen, das finde ich sehr nett, ja? Gut, das altruistische Element in seiner Überlegung stelle ich jetzt trotzdem in Frage, weil ich glaube, dass er damit hofft, auf sich aufmerksam zu machen und entweder irgendwo ein Vertragsangebot zu bekommen bei einem richtigen Studio oder quasi schon mal sich einen Namen zu machen und das nächste Produkt, das er raushaut, das soll dann Geld kosten. Oder das ist dann Free-to-Play. Also ich habe das ja mal ernsthafter untersucht, ja, während meiner Studienzeit, altruistische Einstellungen oder was wirklich dahinter steckt, ja. Soziale Miteinander. Ja. Das ist so ein Grenzbereich der Soziologie und der Soziobiologie. Das ist hochinteressant, hochspannend, gibt sehr schöne Literatur. Sehr viele, die da forschen, sehr viele Versuche gemacht haben. Ist auch wurscht jetzt. Also, Aberros oder Aberrot, wissen wir jetzt, ist ein Pixel. Kostenloses Pixel-MMO. Jo, ich gebe einen Daumen nach oben, weil es kostenlos ist, weil sich jemand Mühe mitgemacht hat. Und ich wünsche allen, die mit so Spielen klarkommen, viel Spaß damit. Ich zocke jetzt aber weiter ins nächste Spiel. Wenn ihr wollt, sehen wir uns da wieder. Aber warten, so kann ich ja nicht gehen. Tschüss, Nächste. Ich mach mich vom Acker. Nur immer noch. Muss damit alleine klarkommen. Ich bin dann mal weg. Tja, dann schmoll du weiter. Ich bin weg. So, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.